Und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot, meine Wenigkeit. Ist der Harte Dino, wir befinden uns wieder im wunderschönen im Griechenland. Ja, heute geht es uns Pomegranada. Ich glaube, ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Pomegranate. Pomegranate. Die Granate unter den Äpfeln sozusagen, ne? Die findet ihr hier, meine lieben Freunde. Das sind keine Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, sondern am Baum. Ihr braucht dafür aber, glaube ich, eine Kupferaxt, Minimum. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte, als ich dies erste Mal versucht habe zu fällen, ging es nicht. Jetzt bin ich ja durch eine Stufe höher mit den Äxten. Aber ja, das braucht er, glaube ich, Minimum. Wo findet ihr denn nun diese Pomegranate? Diese alte Granate. Hier, in diesem Bereich. Ist quasi schräg von diesem Tempel. Und von dieser kleinen Insel. Ich zeig's nochmal groß. Na, hier haben wir unser Tor. Hier müssen wir einfach schräg hinterlaufen. Wenn wir diese Pomegranate haben, dann können wir diesen Tempel öffnen. Wird euch auch in der Quest angezeigt. Muss man selber erstmal, genau, hier ist er. Herda. Der Tempel von Herda. Und da gehen wir jetzt natürlich mal hin und da gucken wir uns auch mal an, was es da gibt. Das habe ich ja in dem letzten Video auch so gemacht. Ich zeige euch nicht nur, wo es die Gegenstände gibt, sondern auch, was ihr in den jeweiligen Tempeln dann findet. Ihr müsst bis hier runter zu diesem Schrein. Na, also auch wieder, wenn man das Tor hier nimmt, ihr müsst erst rüber zu den Pomegranate und dann hier runter zu dem rosanen Schrein. Das ist ja ungewöhnlich, denn normalerweise sind immer die Gegenstände, die ihr braucht, in der Nähe des Schreins zu finden. Ich wüsste mir, oder mir wäre jetzt nicht bekannt, dass hier auch solche Bäume stehen. Mit diesen Früchten dran. Ja, könnt mich aber gerne eines Besseren belehren. Aber mir war es nicht bekannt. So, die setzen wir durch ein. Jetzt kommen wir hier rein, ne? Zack. Jetzt gucken wir mal, was uns im Schrein erwartet. Ich bin gespannt. Was wir hier wieder kriegen. Oh, Centaurus Kuras Gladiator Rüstung. Oh, ach, nicht schlecht, nicht schlecht. Die ist natürlich geil. Und ein neues Elixierrezept haben wir gekriegt. Ja. Schöne Sache. Das hat sich mal gelohnt. Also nochmal eine andere Rüstung, als die, die wir jetzt schon anhaben. Na, es gibt, bis jetzt gibt es diese normale Spartiatenrüstung. Da hat er unten, ja, wie sagt man so, wie so Tücher dran. Also die günstigere Rüstung. Dann gibt es diese Rüstung, die ich jetzt anhabe. Das ist auch eine Zentaurenrüstung. Aber die Voyager Centaurion Kuras. Da hat er halt unten ein bisschen mehr Eisen dran, sage ich mal so. Das zählt auch als schwere Rüstung und die ist auch stärker als die andere. Die hat 450 Armor. Und die andere hat nur 300, dafür habt ihr aber hier minus 5 Sekunden Stamina-Regeneration, ne? Also da büßt ihr ein bisschen ein, aber die hat halt 150 Punkte mehr Verteidigung. Kann euch extrem Arsch retten. Wer aber lieber auf Schnellkämpfen steht, beziehungsweise seine Stamina behalten will, sollte die andere Rüstung anziehen. Gut, den Tempel haben wir gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen wieder, sag bis zum nächsten Mal und ein spartanisches Tschömmelö.